So, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum YouTube Live. Ich wollte euch ja mal wieder die Möglichkeit geben, mir ein paar Fragen zu stellen, was euch so auf der Seele brennt bezüglich meinen Punkten, Aviation generell und so weiter. Wichtig wäre es für mich zu wissen, könnt ihr mich sehen und hören? Passt es mit der Bildqualität? Hintergrund der Frage ist, ich wohne ja jetzt wieder in Deutschland und da ist es mit dem Internet immer etwas schwierig. Und obwohl ich jetzt eine 2000er Leitung von Vodafone habe, ist es trotzdem manchmal eher unterirdisch, was hier die Breitbandabdeckung ist. Von daher schreibt mir doch einfach mal kurz, passt es für euch mit dem Bild, mit dem Ton? Und dann können wir auch dann gleich loslegen. Bei mir war es so, ich war im Juni war ich im Urlaub, war ich in Kolumbien und hatte damals ja eine recht nette Fähre noch gebucht von Italien aus. Das heißt, ich bin runtergeflogen mit der Austrian in der Business Class über Miami. War für mich ein neues Produkt. Ich bin noch nie Austrian Langstrecke Business geflogen. War wirklich angenehm, war ein Tagflug nach Miami und dann noch weiter mit Avianca nach Bogota und zurück bin ich dann direkt mit der Lufthansa geflogen nach Frankfurt. Ansonsten ist es bei mir auch so, ich habe einen neuen Job, das heißt, ich bin nach wie vor in der Beratung unterwegs, in der IT-Beratung, aber wahrscheinlich jetzt erstmal weniger in der Luft, aber mehr mit der Bahn. Hat auch seine Vorteile, weil ich nicht mehr ganz so viel reisen muss. Und ja, genau. Ansonsten leg doch mal los. Ja, Janis, danke für dein Feedback. Ton und Video passt. Wie sieht es bei den anderen aus? Könnt ihr mich gut sehen und hören? Dann schreibt es doch einfach mal kurz rein. Gut, ansonsten würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an. Was sind denn so die Themen, die euch interessieren? Wie sieht es mit eurer eigenen Punktestrategie aus, mit eurer eigenen Meilenstrategie? Habt ihr euren Status für das Jahr schon gesichert? Schreibt es doch einfach mal direkt in den Chat rein. Ja, Janis fragt auch gleich, weißt du, ob man Meilenschnäppchen ausnahmsweise stornieren darf? Normalerweise ist es ja so, Meilenschnäppchen darfst du eigentlich nicht stornieren. Deswegen sind sie ja so günstig und deswegen zahlst du nur einen halben Ticketpreis. Es ist allerdings so, in bestimmten Fällen, also wenn du jetzt einen Todesfall in der Familie hast oder wenn du selbst eine Verletzung hast und dafür ein ärztliches Attest bringen kannst, da kannst du das schon oft auf Kulanz stornieren. Also ich hatte das selbst schon mal, als ich meine Freundin das Kreuzband gerissen hat, haben wir auch problemlos, das war zwar kein Award-Ticket, aber ein normales Ticket, und es wurde problemlos storniert, nachdem wir der Airline, das war damals KLM, einen Attest gebracht haben. Aber auch sonst, mit dem Attest, normalerweise ist die Airline da relativ kulant und ist auch Lufthansa oder Miles & More relativ kulant. Das heißt, ich würde dir einfach raten, je nachdem, was du hast, wenn es was Ärztliches ist oder wenn es sogar irgendwie ein Todesfall in der Familie oder sowas ist, ich weiß, damit hast du dann keinen Bock, dich damit zu beschäftigen, aber da ist dann das Miles & More normalerweise sehr kulant. Genau. Wie sieht es denn sonst aus? Was interessiert euch sonst so? Schreibt es doch einfach mal rein. Dann gehen wir direkt darauf ein. Was wir auch machen können, wenn euch das interessiert, wir können direkt, wenn ihr einen bestimmten Award suchen wollt, können wir das auch direkt zusammen machen. Ich glaube, ich kann zwar nicht meinen Bildschirm teilen, das wäre natürlich noch cool, aber sonst könnten wir uns auch direkt mal eine Award-Suche zusammen anschauen.
Genau, dann HDF Allstars war, er hat immer bei Miles einen Bonus gesammelt, also das ist das Vielfliegerprogramm von Aegean und hat mittlerweile fast über 100.000 Meilen dort. Ob ich jetzt eine Idee habe, was man damit Sinnvolles anfangen kann. Ich rufe mir da mal schnell die Award-Tabelle von Miles und Bonus auf. Gut, und ja, die ist relativ einfach zu finden. Das heißt, du gehst einfach dann, also ich gebe das einfach immer in Google ein, Miles und Bonus Award Chart, und dann kommt es auch gleich auf der Seite von Aegean. Und wenn du da jetzt runter scrollst, genau, wenn du jetzt runter scrollst, also zuerst zeigt es dir an, wie viel Meilen du bei Aegean selbst brauchst, wenn du mit Aegean fliegen willst. Ja, das ist wieder so ein distanzbasiertes System. Wirst du vermutlich nicht wollen, weil du wirst vermutlich irgendwas Cooleres damit machen wollen, und Aegean fliegt ja keine Langstrecke. Das heißt, du kannst dann schauen, von Europa, wenn du 100.000 Meilen hast, das ist schon ein ganz guter Richtwert. Wenn du zum Beispiel in die USA fliegen willst, oder in bis nach Zentralasien, da brauchst du 90.000 Meilen Return. Das heißt, du kannst schon im Business, also ich schaue immer Business Class, kannst du im Business hin und zurück für 90.000 Meilen fliegen. Oder wenn du noch ein paar sammelst, hast 110.000, kommst du sogar nach Fernost damit, also nach Japan oder auch nach Zentral- und nach Südamerika. Das heißt, das ist eigentlich ein super Gegenwert. Ich gehe mal davon aus, du hast immer bei Aegean gesammelt, dass du halt einen Goldstatus dort behalten hast. Und aber natürlich möchte man die Meilen dann auch irgendwann mal einlösen. Und ja, also mit rund 100.000 Meilen dort kannst du, wie gesagt, ganz gut hin und zurück nach Asien fliegen oder auch in die USA. Was du alternativ machen kannst, du kannst auch First Class Awards buchen, zum Beispiel jetzt in die USA oder nach Nordamerika für 60.000 Meilen One Way. Ja, und da kannst du schon Lufthansa First in die USA fliegen für 60.000 Meilen, oder für, wenn du jetzt nach Japan willst, zum Beispiel die ANA hat ja auch eine Super First, kostet dich dann 150.000, also durch zwei 75.000 Meilen für ein One-Way First. Und du fliegst ja dann, kannst ja dann Eco zurückfliegen oder ja, je nachdem. Oder schaust halt, dass du noch ein paar Meilen herbekommst oder fliegst mit einem anderen Ticket zurück. Das wäre auch ein bisschen so mein Tipp, weil First leisten sich die Leute ja meistens nicht. Und wenn schon Meilen, dann kannst du ja auch gleich mal einen First Award buchen. Gut, Janis hat noch eine Frage. Ihm sind neulich alle Aqua-Punkte verfallen, ob man die noch reaktivieren kann. Ja, bei Aqua ist es so, wie bei fast allen Hotel-Bonus-Programmen, da verfallen die Meilen ja nach einem Jahr. Oder die Punkte, muss ich eher sagen. Und dort ist es halt so, du solltest eigentlich schon schauen, dass du innerhalb eines Jahres wieder einen Stay hast, und dann verlängern sich die Punkte bei Aqua immer wieder um ein weiteres Jahr. Bei mir war es zum Beispiel so, ich war letztes Jahr im Sommer extrem viel bei Aqua, weil ich da viel beruflich in Polen war. Und dann habe ich fast ein Jahr nicht bei denen geschlafen und habe jetzt aber mal wieder einen Stay gehabt und habe dort halt geschaut, dass ich die Punkte, dass mir die nicht verfallen sind. Wenn sie dir aber jetzt schon verfallen sind, ich habe das von einem Arbeitskollegen von mir, dem ist das auch mal passiert, der hat dann einfach an Aqua hingeschrieben und hat gesagt, ja, das ist ihm leider passiert, ob man die nicht reaktivieren kann, und dann haben die Punkte auf Kulanz reaktiviert. Das war eigentlich, fand ich, eine sehr nette Lösung von denen, und ich glaube, das machen die öfter. Das heißt, ich würde dir dann einfach empfehlen, schreib doch direkt an Aqua hin, die reaktivieren dir die Punkte oft, und dann, du hast natürlich keinen Anspruch darauf, weil sie in den Terms and Conditions haben sie festgelegt, nach einem Jahr verfallen die Punkte, aber meistens ist es schon so, dass sie die Punkte reaktivieren. Gut, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen, die ihr habt? Gut. Ja, wie schaut es denn sonst aus? Was interessiert euch sonst noch
Kann, wie gesagt, um Meilenprogramme gehen, kann um Award-Tickets gehen oder auch sonst generell um die Aviation-Themen. Gut, wenn es sonst nichts mehr gibt, dann würde ich sagen, war es das für heute. Wenn ihr sonst Fragen habt, schreibt es doch einfach direkt unter die YouTube-Videos drunter. Ich werde mich diese Woche wahrscheinlich noch hinsetzen und mal was zum SAS Eurobonus zu dem Vielfliegerprogramm machen, weil das auch ein echt beliebtes Programm ist und weil du halt bei Eurobonus den Goldstatus auch über Segmente erreichen kannst. Das heißt, es ist für einige auch eine ganz gute Alternative zu Miles & More, Miles & Smiles und Miles & Bonus. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns wieder in einer guten Woche, eineinhalb Wochen, wird dann das SAS Eurobonus-Video kommen. Bis dahin.